Ja, herzlich willkommen zurück hier beim Nerdzeitalter. Ich habe euch was versprochen, also genau genommen dir, dass ich dir ein bisschen Zuschauerarbeit abnehme. Und zwar ist das hier das letzte bisschen, was von unserem Lander übrig ist. Es gibt einen Grund, warum ich die Sachen noch stehen gelassen habe, weil das Survival Kit hier hat nicht nur die Funktion, dass es uns heilt und uns Dinge produzieren kann, sondern es ist auch ein Respawn-Punkt. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt wegmache und sterbe, dann kann ich nicht mehr respawnen. Deswegen werden wir das Survival Kit gleich umsetzen. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen Metall, weil das Survival Kit ist einer der Blöcke im Spiel, die es sowohl in einer Small Grid Variante gibt, als auch in einer Large Grid Variante. Manche Blöcke gibt es nur im Small Grid, manche gibt es nur im Large Grid und einige gibt es halt eben auch für beide. Das heißt, wir fangen hier erstmal ein neues Survival Kit an. Das stellen wir jetzt einfach mal ganz locker und flockig hier hin. Und wir sehen schon, eigentlich haben wir fast alles, was wir brauchen. Das Einzige, was uns gerade fehlt, sind Medical Components. Warum haben wir so viel Zeug? Naja, ich habe ja, wie gesagt, hier den Lander schon runtergestrippt. Das heißt, wir haben einige Teile, die wir hier noch auf Tasche davon. Ich habe sämtliche Triebwerke weggemacht. Ich habe die Gyroskope, die wir gesetzt hatten, wieder entfernt. Ich habe die ganze Panzerung weggemacht, sodass im Grunde genommen nur noch so die letzten paar funktionalen Blöcke hier sind. Ein weiteren Block, den ich übrig gelassen habe, ist hier den H2O2-Generator. Einfach, damit wir hier noch die Möglichkeit haben, unsere Flasche weiter aufzufüllen. Aber auch den werden wir dann in unserer Basis einverleiben. Beziehungsweise es gibt auch hier eine Large-Grid-Variante, die wir dann in unsere Basis bauen können. Und ja, die Batterie, von der werden wir außer den Power-Cells alle Teile zurückbekommen, aber eben die Power-Cells nicht mehr. Das heißt, die ist danach weg. Und im Moment lasse ich die noch dran, einfach aus dem Grund, es gibt unter der Haube ein Trash-Clean-Up in dem Spiel. Einfach um so ein bisschen auch den sozusagen den Server-Teil zu entlasten, wird regelmäßig Zeug, das halt eben nicht mehr gebraucht wird, weggeworfen. Und eine Regel ist, wenn ein Grid keinen Strom hat und der Spieler weit genug weg davon ist, dann wird dieses Grid gelöscht. Das heißt, wenn ich jetzt die Batterie platt gemacht hätte, erstens würde unser Survival-Kit nicht mehr funktionieren und unser O2-H2-Generator. Wir haben übrigens schönes britisches Wetter heute, wie ich gerade sehe. Die würden ohne die Batterie einfach nicht mehr funktionieren. Und im schlimmsten Fall, wenn wir dann mit dem Jetpack irgendwie beispielsweise darüber fliegen, um so ein Signal hinterher zu jagen, dann kommen wir zurück und ja, unser Survival Kit und unser O2-Generator wären weg. Wäre ein bisschen blöd, deswegen habe ich das jetzt erstmal noch stehen gelassen. Aber wir wollen ja jetzt hier anfangen, Dinge zu transferieren. Die drei Medical Components, die uns noch fehlen, sind zufälligerweise auch in der Small Grid Variante genauso vorhanden. Das heißt, wir machen hier mal kurz ein wenig leer und können das Ding jetzt ruhigen Gewissens abernten. Das Wichtige ist jetzt nur, während wir diesen Wechsel tun, oh, das war jetzt nicht ganz schlau, weil dadurch, wir haben gerade die Verbindung zwischen der Batterie und dem H2O2-Generator getrennt. Das heißt, das können wir jetzt gleich auch abmontieren. Aber gut. So, wir haben jetzt diese drei Medical Components auf Tasche. Hier sind sie. Und verfrachten die direkt in unser neues Survival Kit. So, dass wir jetzt hier wieder die Möglichkeit haben zum Respawn. Dann können wir dem ganzen Kind hier noch einen Namen geben. Beispielsweise Earth Base Survival Kit. Wenn jetzt das große Unglück passiert, dass wir hier irgendwie unverhofft ableben, dann haben wir dadurch die Möglichkeit, hier wieder zu spawnen. Wir erscheinen hier auf dieser lustigen Stelle und alles ist gut. Was natürlich jetzt nicht ganz gut ist, ist wie gesagt unser H2O2-Generator ist jetzt ohne Strom, das heißt, der funktioniert nicht mehr. Dann müssen wir hier tatsächlich den Schritt schon schneller machen, aber ich denke, wir sollten genug Material haben, um das tun zu können. Also reißen wir den hier ab. Das Landing Gear können wir gleich mitnehmen und ja, die Batterie. Die Sache ist, eigentlich würde ich diese Batterie ja gerne weiter benutzen, weil sie noch ein bisschen Ladung hat. Aber weil das Spiel programmatisch so verdrahtet ist, dass diese Batterie für das Spiel immer noch das Respawn-Pod ist, deswegen sehen wir auch hier noch den GPS-Marker, würde selbst wenn nur die Batterie übrig ist und ich was komplett Neues drumherum baue, würde das immer noch als Respawn-Pod zählen. Das heißt, wenn ich mich irgendwann entscheiden sollte, mit einem weiteren Respawn-Pod runterzukommen, würde das Grid, an dem diese Batterie hängt, verschwinden. Deswegen bringt uns diese Batterie leider nicht mehr viel.
Also schweren Herzens, weg damit. Wir müssen dann halt eine neue bauen. Das Landing Gear nehmen wir jetzt natürlich auch noch mit. So, und jetzt gehen wir hier mal ganz kurz ein wenig unten unter die Basis drunter und buddeln uns mal ein wenig durch per Rechtsklick jetzt tatsächlich. Warum machen wir das? Ganz einfach. Wir brauchen hier ein bisschen Luft, weil wir haben hier an unserem Cargo-Container einen Access-Port. Und was wir jetzt tun wollen, ist Folgendes. Ich zeige euch gerade nochmal, ihr seht vielleicht gerade, wenn ich jetzt hier das Survival-Kit benutze, kriege ich zwar meine Energie zurück, aber mein Wasserstoffvorrat wird nicht aufgefüllt. Das liegt einfach daran, dass wir im Moment keinen Wasserstoff und keinen Sauerstoff in dieser Basis produzieren. Um das also zu tun, brauchen wir wieder einen weiteren Block, und zwar unseren schon erwähnten H2O2-Generator. Der hat an den beiden Längsseiten jeweils einen Access-Port. Und er hat an den beiden Querseiten noch einen, also insgesamt 4 Stück. Wir benutzen an der Stelle die obere Längsseite, um ihn hier am Container anzuschließen. Aber eben nicht so, dass der Port direkt da unten drunter ist, weil da ist unser Boden. Das heißt, die Ports werden ein bisschen verschwendet. Also drehen wir das Ding einmal um. Und vielleicht so zur Seite. Weil dadurch kommen jetzt hier gleich noch 2 neue Ports raus, die wir benutzen können. Die Ports hier, nicht so eine gute Idee. Einfach dadurch, dass unser Bohrer ja, wie gesagt, ein Subgrid ist und dadurch nicht ein direkter Teil der Basis. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise diesen Kolben hier wegsäge, dann würde er halt einfach nur gnadenlos runterfallen. Und ja, das wollen wir jetzt für unseren H2O2-Generator nicht unbedingt haben. So, was brauchen wir dann noch, um den fertigzustellen? Eine Menge Metallplatten. Dann wollen wir die mal bauen. Ach, wir haben ja zum Glück beim letzten Mal, irgendjemand war so vorausschauend und hat gesagt, lass gleich mal mehr Metallplatten bauen. Wir könnten sie eventuell brauchen. Was für ein schlauer Typ. So, jetzt können wir natürlich auch die Metallplatten benutzen, um hier ein wenig fertig zu schweißen. Das möchte ich mir jetzt aber erstmal noch ein bisschen sparen. Zumindest noch. Vielleicht hier die kleine Rampe könnten wir schon mal machen. Die brauchen ein bisschen weniger. Ja, eine Ode in Mausgrau depressiv. Apropos Mausgrau depressiv. Vielleicht zeige ich euch an der Stelle gleich nochmal was Schönes. Und zwar, wir müssen nicht damit leben, dass die Blöcke hier so scheiße aussehen, sondern wir können mit P das Painting-Menü öffnen und wir können sagen, ich hätte hier vielleicht gerne ein etwas weniger dunkles Grau und suche mir jetzt für meinen Boden beispielsweise einen schönen Skin aus. Und zwar nehmen wir da jetzt mal, einfach weil es passt, wo ist er denn wieder? Den Betonskin. Ja, natürlich ist es ein bisschen unrealistisch, dass ich einen Metallblock habe, der aus Beton besteht. Aber scheiß auf Realismus. Hauptsache, es sieht nicht ganz so schlecht aus. Tatsächlich würde ich mir echte Betonblöcke in diesem Spiel wirklich wünschen. Insbesondere, weil es eine Möglichkeit gäbe, mal dieses ganze Kies loszuwerden. Es gibt nicht allzu viele Komponenten, die man aus dem Kies bauen kann. Aber es wird halt ständig beim Buddeln produziert und man hat eigentlich immer viel zu viel von dem Zeug, was irgendwann dazu führt, dass man das dann irgendwann mal einlagert, aus irgendeinem Container rauswirft und hofft, dass der ganze Quatsch schnell despawnt. So. Wir haben gerade unseren H2O2-Generator fertiggestellt. Das heißt, wir können jetzt auch wieder, dadurch, dass der eben wieder Wasserstoff und Sauerstoff produzieren kann, in unser Survival-Kit gehen. Und ihr seht, unser Wasserstoff wird wieder aufgeladen. Zumindest solange wir noch Eis im Inventar haben. Das wird auch langsam ein bisschen knapp. Wir sehen schon 196. Das wird nicht mehr lange halten. Wir hatten allerdings auch nur 300, um damit zu starten. Aber wir müssen ja sowieso mal irgendwie eine kleine Tour machen, weil ihr erinnert euch vielleicht noch, ich hatte beim letzten Mal erwähnt, dass wir eine akute Knappheit an Metal Grids haben. Wir haben jetzt nochmal ein paar bekommen, dadurch, dass wir die Atmosphärentriebwerke zerlegt haben. Aber mit den Metal Grids, die wir gerade haben, könnten wir maximal 4 kleine Atmosphärentriebwerke bauen und dann ist Feierabend und die reichen für nicht viel. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendeine Möglichkeit. Unsere Flugfähigkeit haben wir uns ja gerade genommen. Übrigens an der Stelle lösche ich jetzt mal den GPS-Marker davon, weil der wird jetzt eh nicht mehr aktualisiert.
Was wir aber auf jeden Fall tun ist, wir nehmen mal einen neuen GPS-Marker von unserer Basis und nennen den einfach mal liebevoll Home. Der kriegt auch so eine schöne, was weiß ich, so ein grün, türkis vielleicht. Das darf ein bisschen satt sein und es darf vor allem sehr hell sein. So, dass wir das dann halt eben auch, wenn wir irgendwie weiter weggehen, haben wir hier unseren Marker Home. Und was wir für diesen Marker am besten auch gleich noch einstellen, ist Always Visible. Warum tun wir das? Ganz einfach. Always Visible bedeutet, dass der Marker nicht mit anderen zusammengefasst wird. Wenn ich jetzt beispielsweise, Moment, ich zeige das mal ganz kurz. Wir fliegen hier mal irgendwo in die Ecke. Und jetzt sagen wir GPS Test 1. Übrigens mit /GPS könnt ihr auch einen GPS-Marker erstellen, ohne dass ihr extra ins Menü müsst. Das macht es manchmal ein bisschen einfacher. So, jetzt schauen wir hier mal ganz kurz rein und wir sehen hier zwei einzelne Punkte. Das sind relativ nah beieinander und Always Visible ist für die jetzt ausgeschaltet. Wenn wir jetzt wieder zu unserer Basis zurückfliegen, seht ihr jetzt, dass die zusammengefasst wurden in Test 1 und Test 2. Also, es steht zwar immer noch zwei Signale da und man sieht auch noch beides, aber es ist jetzt irgendwie als ein Signal zusammengeklumpt. Und wenn wir jetzt um unsere Basis noch ein paar Ressourcenvorkommen entdecken und dann irgendwann mal ein bisschen weiter weggehen, dann würde die Basis mit den ganzen Ressourcenvorkommen zu einem Ding zusammengeklumpt werden. Und wenn wir Pech haben, noch nicht mal mehr die schöne grüne Farbe haben, sondern wieder das reguläre Blau. So, mal ganz kurz. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Die können wieder weg. Deswegen haben wir hier gesagt, Always Visible an. Dadurch wird die nicht mit anderen Signalen zusammengeklumpt und wir sehen sie immer. Okay, wir wollen heute Dinge tun und zwar, ich habe es angesprochen, wir brauchen Metal Grids, das heißt wiederum, wir brauchen Kobalt und außerdem wäre es ganz super fein, wenn wir dann auch mal so langsam, in Richtung Erze gehen könnten und nicht ständig irgendwie Stein holen müssten. Im Moment müssen wir das noch, zumindest, also nicht mehr wir, aber irgendetwas muss für uns Stein holen und wo wir gerade bei dem Thema sind. Wir sagen den beiden Pistons, dass sie sich jetzt ausfahren sollen, sehr langsam. Wir schalten unseren Drill wieder an. Und nachdem jetzt die Piston hier bereits runtergefahren ist, haben wir jetzt hier nochmal etwa, ja, wie viel wird das sein? Nochmal so 10 Meter pro Piston, beziehungsweise abzüglich der, ja, also insgesamt 10 Meter, die jetzt sich unser Bohrer nochmal nach unten bewegen kann, um frischen Stein aus dem Boden rauszukrapelen. Der uns dann jetzt nochmal ein Stück weit mit den am dringendsten benötigten Ressourcen versorgt. Und diese Ressourcen sollten reichen, damit wir uns etwas basteln können. So, natürlich, erstens wollen wir vielleicht nicht unbedingt ein Landing Gear in Betonoptik haben. Ich nehme mal die Sci-Fi Armor. Nicht wundern, wenn ihr nicht alle, es kann sein, dass in eurem Spiel nicht alle dieser Blöcke verfügbar sind, wenn ihr nicht alle DLCs habt oder einige DLCs zumindest nicht, die ich hier benutze. Das ist nicht weiter schlimm, beziehungsweise auch die Armor Skins sind auch teilweise DLC-Content. Ist wie gesagt nicht weiter schlimm, es gibt auch in der Basisversion des Spiels mehr als genug Blöcke, mit denen man arbeiten kann und mit denen man Spaß haben kann. Im Zweifelsfall, wie gesagt, sind die DLCs halt auch einfach nur halt eben dieselben Blöcke wie im Basisspiel, nur mit einer etwas anderen Optik. Also insofern, ja, verpasst man an der Stelle erstmal nicht wahnsinnig viel, wenn man die nicht alle besitzt. So, wir basteln uns an der Stelle jetzt aber erstmal etwas und zwar brauchen wir einen Rover. Ich gebe dem hier gleich schon so ein bisschen, der kriegt jetzt einfach schon mal so ein bisschen hier Zusatzform. 1, 2, 3. Warum lasse ich hier einen 3er Abstand? Ganz einfach. Könnte hier eventuell schon eng werden, das ist nicht gut. Okay, dann machen wir das anders. Wir machen das hier nochmal weg. So, also das ist jetzt tatsächlich so langsam der Teil, wo es wirklich um das Bauen und Problemlösen geht. Ja, also beispielsweise akutes Problem, wir haben keine Ressourcen, also brauchen wir irgendwie was, um sie zu finden. Und wir wollen jetzt hier irgendwie auch nicht einen dreistündigen Pfadfinder-Fußmarsch an den Tag legen, sondern wir wollen irgendwie schnell vorankommen.
So, also, was macht der Onkel hier jetzt? Wir bauen uns erstmal einen kleinen, ich sag mal, Basisrahmen, auf den wir unseren Rover dann aufbauen. Das war ein wenig blöd. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich habe ihn eigentlich zu kurz... Ja, ich habe ihn zu kurz gebaut. Das tut mir tatsächlich ein bisschen leid. Ja, also ihr seht, auch hier bekommt ihr definitiv unprofessionelles und ungeplantes Gameplay. Also wir benennen den Stream jetzt auch bald um. Das heißt jetzt nicht mehr Let's Play, sondern Let's Fail. Ja, nicht, dass hier irgendwie einer glaubt, wir würden hier professionelles Gameplay advertisen. So, warum mache ich den ganzen Spaß hier? Tatsächlich einfach nur, weil es schön aussieht. Also offen zugegeben, als ich mit diesem Spiel angefangen habe vor Jahren. Gut, zwischendrin habe ich dann auch irgendwann mal ein bisschen Pause gemacht, einfach weil, ja, das Spiel ist mir ein bisschen vom Radar, ist mir irgendwie dann so ein bisschen vom Radar gerutscht und dann lag es halt erstmal eine ganze Weile einfach nur irgendwie in meinem Steam rum und wurde nicht mehr weiter angetastet, beziehungsweise dann irgendwann mal aus Platzgründen deinstalliert, weil, ja, wurde dann halt eben für irgendwelche anderen Spiele benötigt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, komm, guckst du mal, habe ich irgendwas gehört von wegen, oh, es gibt jetzt ein Survival-Update, also jetzt wisst ihr auch, wann ich wieder angefangen habe. Na gut, guckst du doch mal wieder rein, was es da so Feines, was sich so Feines geändert hat. Und seitdem war ich tatsächlich schon, also A, natürlich sehr beeindruckt davon, was dann da alles dazugekommen ist und B, auch irgendwie sehr hooked und bin dann seitdem eigentlich relativ regelmäßig dabei geblieben, immer wieder mal öfter gespielt. Ja, auch manchmal mit Pausen offen zugegeben. Einfach, ja, weil man manchmal nach dem auch keine Ideen hat, was man gerade bauen möchte oder bauen soll oder halt schon mal alles, irgendwie alles gebaut hat. Das ist auch so ein bisschen, mein persönliches Minecraft-Problem. Ja, irgendwann hast du halt eben einfach zum 20.000.000. Mal dein Wohnhaus gebaut, du hast zum 20.000.000. Mal dein Lager gebaut. Ja, und dann muss man sich halt irgendwann dann die Frage stellen, ja, was willst du jetzt noch tun und was dann halt eben, und dasselbe ist halt eben hier auch bei Space Engineers oder generell bei allen möglichen Crafting-basierten Sandbox-Games, dass man dann irgendwie so ein bisschen sich am Content satt gesehen hat oder halt eben einfach dann neue Ideen braucht und wenn die dann gerade nicht da sind, ja, dann ist das ein bisschen schwierig. So, wir haben jetzt hier 6 Wheelsuspensions angebaut. Die brauchen wir, damit wir unser Fahrzeug dann auch steuern können. Wie ihr schon ganz richtig gesehen habt, beziehungsweise wie du ganz richtig gesehen hast mit deinem Adlerauge, habe ich mich dafür entschieden, ein dreiachsiges Gefährt zu bauen, wobei Achsen, naja, es würde ein bisschen implizieren, dass es eine direkte Verbindung zwischen den beiden Rädern gibt, die es nicht gibt. Jedes Rad ist einzeln aufgehängt. Aber ja, wir haben 6, wir werden 6 Räder haben. Warum ist das so? Ganz einfach, der erdähnliche Planet ist, solange wir auf einer Wiese unterwegs sind oder in der Wüste, ist er eigentlich sehr angenehm befahrbar. Aber wenn wir da jetzt mal da hinten so ein bisschen in die Distanz schauen, sehen wir schon, dass es da so ein bisschen hügelig und mitunter auch sehr karstig wird. Was dann dazu führt, dass wir mit einem vierrädrigen Setup eventuell stecken bleiben oder Schwierigkeiten haben, dann da wieder rauszukommen und zu verkanten, ein Rad verlieren. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was da schief gehen kann und ein 6-rädriges Gefährt bietet uns an der Stelle ein bisschen die Chance im Zweifelsfall, wenn wir jetzt irgendwie mit dem Rad wo hängen bleiben, uns vielleicht da irgendwie wieder ein bisschen rausmanövrieren, rauswickeln können, weil wir einfach noch genug andere Räder haben, die irgendwie Kontakt zum Boden herstellen können. So, jetzt schweißen wir hier auch dann mal ein bisschen hier die ganzen Stahlplatten zu, weil wir haben ja schon festgestellt, dass ein nicht fertig gebauter Block halt eben auch sehr schnell kaputt ist. Und das Letzte, was wir wollen, ist, dass uns mitten auf der Tour unser kleiner Rover irgendwie unterm Arsch zusammenbricht. So, warum mache ich übrigens das mit dem Block, auch wenn es hier ein bisschen suboptimal aussieht, weil es etwas klippt? Auch das erkläre ich euch gerne. Blöcke müssen mit irgendwas Verbindung haben. Deswegen haben wir auch hier das Landing Gear gesetzt, damit wir das ganze Ding ein bisschen in der Luft halten können, damit wir genug Platz haben, dass sie auch beispielsweise die Räder überhaupt spawnen konnten.
Genauso ist es hier, weil wenn wir jetzt unser Suspension nur an diesem einen Block festgemacht hätten, also Beispiel, wir stellen uns jetzt vor, dieser Block hier, also der ganz links wäre unser Suspension und dem Block hier passiert was, bumm, kaputt. Es gibt zwar Möglichkeiten, wie man den Block dann da wieder dran bekommt, aber ja, das ist teilweise ein bisschen fricklig, man braucht ein Material für so, und wenn wir uns jetzt vorstellen, das wäre unsere Suspension, ist im Grunde genommen dasselbe Szenario wie hier, der Block ist weg. Ja, okay. Schlechtes Beispiel, setzen 6. Nochmal. Das trifft schon eher. So, wir stellen uns jetzt vor, das hier ist unsere Suspension, der Block geht kaputt und siehe da, er wird immer noch von oben gehalten. So, also haben wir hier ein klein wenig mehr Sicherheit. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, aber Moment mal, wir haben ja dafür nur in der Mitte nur eine Achse. Gemacht, das kommt auch gleich noch. Ich meine, ich hätte jetzt hier einfach in der Mitte eine Platte bauen können. Das ist auf jeden Fall auch stabiler, aber das genügt meinem Anspruch nicht. Ja, also ich sag mal, wenn man das Spiel eine Weile spielt, dann will man auch irgendwann mal so ein bisschen schön bauen und irgendwie was machen, was ein bisschen cool ist. Und dann kann man natürlich ja nicht irgendwie einfach nur so einen hässlichen Ziegelstein auf Rädern abliefern. Das wäre ein bisschen arm. Also ihr dürft ja auch durchaus was Hübsches zu Gesicht bekommen und müsst euch nicht mit irgendwelchen Abominationen rumquälen. Wobei, so weit kann ich auch schon mal sagen, ein bisschen Abomination wird es wahrscheinlich doch werden, einfach weil wir im Moment noch ein bisschen Materialmangel haben. So, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Glas. Das produzieren wir mal. Interior Plates haben wir für den Moment noch genug. Mal gucken, wie lange das so bleibt. So, jetzt machen wir nochmal ein kleines Farbspiel, und zwar hätte ich jetzt gerne immer noch Seife-Arme, aber diesmal nehme ich die ganz schwarze. Und anstatt jetzt hier einfach irgendwie eine Plattform zu bauen, benutzen wir mal die Cylindrical Columns, um hier nochmal eine Querverstrebung hinzusetzen. Das sieht A schön aus. Und B macht es unser ganzes Gefährt stabiler. Noch ein wenig abschweißen. Also im Spiel. So, und da gehen jetzt die Interior Plates aus, das war klar. Haben keine mehr, müssen wir bauen. 100 könnte reichen. Oh, apropos Dinge, die uns ausgehen. Wir sollten auf jeden Fall mal ganz dringend ein paar Power Cells bauen. Weil wir brauchen ja hier noch ein bisschen mehr als nur irgendwie 4 Räder, sondern wir brauchen ja auch Strom, damit die ganze Sache überhaupt läuft. Übrigens ganz wichtig, ihr solltet darauf achten, dass wenn ihr eure Räder setzt, ihr auf jeden Fall, auch wenn die Verlockung nahe ist, einfach sagen, okay, ich nehme die Left Wheel Suspension und klatsche die einfach an alle Seiten. Das Spiel verbietet das nicht. Würde ich euch aber empfehlen, macht es nicht. Achtet bitte darauf, dass wenn ihr eure Suspensions setzt, dass ihr auf der linken Seite die linken und auf der rechten Seite die rechten setzt. Ansonsten passiert es nämlich, dass das Fahrzeug beim Fahren dann ganz leicht in eine Richtung verzieht. Und ja, das wollen wir halt nicht so wirklich. So, die Räder sind fertig. Die Interior Plates sind auch schon durchgebacken. Wir haben keine, na gut, ein paar haben wir schon noch, aber ich produziere mal sie jetzt halber noch ein paar Construction Components. Auch die werden wir wieder auf Tasche brauchen. Okay, hier waren noch 2 von unseren Columns. Die machen wir jetzt auch noch klar und bringen die an den Start. Und außerdem, da übrigens mit Shift P können wir uns die Farbe von dem Block, auf den wir gerade drauf schauen, nochmal klauen. Und dann setzen wir hier mal die Slopes rein.
So, das sieht jetzt schon ein bisschen plattiger aus. Das ist aber in Ordnung, weil ein bisschen Platz brauchen wir für das, was wir gleich setzen wollen. So, im Moment habe ich nämlich leider das Problem, dass ich keins von den schönen Cockpits bauen kann. Also theoretisch von der Freischaltung her hätte ich den Block schon, aber ich kann ihn nicht setzen. Einfach weil uns dafür, also beispielsweise hier für das Fighter Cockpit brauchen wir Metal Grids, haben wir nicht. Für das Industrial Cockpit, das ich übrigens für solche Fahrzeuge sehr gerne benutze, brauchen wir 10 Metal Grids, die wir nicht haben. Also können wir entweder nur das normale Cockpit nehmen. Oder, warum denn nicht? Wir haben ja mit unserem letzten DLC den Helm bekommen. Das sieht zwar jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ja, funktionieren wird es mit Sicherheit. Ich meine, schlimmer als das normale Cockpit kann es auch nicht werden. Na, von welchem Joystick hat denn da jemand geklaut? Naja. So, dann gehen wir mal hier hin und bringen hier noch ein bisschen. Was hab ich denn da gemacht? Unmöglich. Unmöglich, der Kerl. Bring hier noch ein wenig Form ins Spiel. So, mittlerweile müssten wir doch eigentlich auch Lichter freigeschaltet haben. Haben wir. Und da gönnen wir uns mal Kleinscheinwerfer. Wir brauchen auch Glas, das war klar. So, das sollte platztechnisch reichen. Das heißt, was wir jetzt noch benötigen, sind ein paar Container. Und natürlich mit dem Helmding nur ein Problem. Und zwar wird uns jetzt unser Rover ein bisschen zu hoch werden dadurch. Das heißt, der Platz nach oben wird nicht reichen, um das zu tun, was ich eigentlich zu tun vorhabe. Und wieder keine Interior Plates. Okay, ich muss mich bei euch wahrscheinlich entschuldigen, so wie es aussieht, werde ich das hässliche Cockpit nehmen müssen. Beziehungsweise, nein, nicht unbedingt. Okay, eine Idee habe ich. Übrigens, ganz wichtig, ihr erinnert euch daran, was ich vorhin über Unpowered Grids gesagt habe, dass die despawnen, wenn man zu weit abhaut. Deswegen sollten wir im Moment nicht verschwinden. Also zumindest nicht weiter als irgendwie, weiß nicht, sagen wir mal. Oh oh. Dieses Geräusch klang gerade so, als ob unsere Pistons vollkommen ausgefahren sind. Das heißt. Ja, 10 Meter. Die bewegen sich keinen Meter mehr. Witzig. Das heißt, wir ziehen die jetzt erstmal zurück. Minus 0, was weiß ich, 5. Das darf jetzt schneller gehen. Und die hier fahren wir jetzt wieder aus mit plus 0,5. Und den Drill können wir gleich auch erstmal abschalten. Für den Moment sollten wir erstmal genug Zeug haben. Übrigens, wir sehen jetzt auch, die Batterie wird voller und voller. Einfach weil wir gerade mehr Strom produzieren, als wir brauchen. Wir können später auch noch weitere Batterien bauen, dass wir noch mehr Strom speichern können. Wir werden ihn mit Sicherheit gut angelegt verwenden können. So, jetzt brauchen wir ein paar Dinge und bei der Gelegenheit möchte ich mal unsere Farbe ein wenig wechseln. Das muss ja jetzt hier irgendwie nicht alles nur so lumpig
Das muss ja jetzt hier alles nicht nur irgendwie so ein lumpiges Grau sein, da können wir auch noch durchaus ein paar andere Farben benutzen. Okay, also wir haben gesagt, wir brauchen Strom. Also hier kommt der Strom. Eine Batterie und wir nehmen gleich am besten zwei. Warum? Hält besser, hält länger und außerdem haben wir im Moment noch keine Möglichkeit, die aufzuladen. Das heißt, es wäre nicht verkehrt, mit etwas mehr zu beginnen. Unsere Computer sind auch schon wieder ziemlich aus. So, wir haben jetzt hier vier Cargo-Container drauf, die werden wir gleich ihrem Zweck zuführen, aber im Moment muss ich jetzt erstmal was ausprobieren und zwar würde ich gerne wissen, ob die Höhe reicht, dass wir uns hier runterstellen, hier dran stellen können. Und wir sehen, die Höhe reicht offensichtlich. Ein bisschen schwer zu sehen, aber ja, das wollte ich wissen. Warum wollte ich das wissen, wirst du dich jetzt fragen? Ganz einfach. Wir bauen hier ein kleines Gestell. Auf die andere Seite auch. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich noch nicht den ultimativen Schönheitspreis gewinnen. Ist mir leider auch bewusst. Ich würde es gern anders bauen, aber wir haben ja nichts. Also müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir haben und dann können wir auch schön und toller und besser machen. So, was machen wir jetzt noch? Ganz einfach, wie wir festgestellt haben, wir haben momentan keine Möglichkeit Strom zu kriegen. Also bauen wir uns eine Möglichkeit, wie wir Strom kriegen können. Ich hoffe, wir haben noch genug Teile, dass wir die Solarzellen fertig kriegen. Sieht gut aus. So, und damit kriegen wir wenigstens ein bisschen Energie zurück. So, dann bauen wir hier hinten noch ein bisschen was dran, dass das irgendwie nicht ganz so wild in der Luft hängt. Sieht mir jetzt ein bisschen aus, als ob wir dem Ding Heckspoiler verpasst hätten. Naja. Warum auch nicht? Für den Moment tut es erstmal, was es soll. Wenn jetzt hier noch so ein bisschen schön Bauerei veranstalten, indem wir jetzt hier noch ein paar Blöcke absetzen. Nehmen wir da, den auch nicht. Den wollte ich haben. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, dass ich erwähnt habe, dass man Dinge ohne Gyroskop nicht drehen kann. Das sieht für Fahrzeuge ein bisschen anders aus. Die können über ihre Reifenstellung ganz einfach, wie man es halt eben von einem Fahrzeug gewohnt ist, dann halt eben lenken. Allerdings, nachdem wir jetzt im Moment kein Gyroskop dran haben, bedeutet das auf der anderen Seite, dass wenn wir jetzt aus irgendwelchen Gründen springen, dann hätten wir auch keine Möglichkeit, die Lage in der Luft zu korrigieren. Aus dem Grund und weil wir die Ressourcen dafür haben sollten, wo habe ich denn mein Gyroskop abgelassen? Habe ich das überschrieben? Offensichtlich habe ich es überschrieben.
Ach stimmt, wir haben hier die Toolbar geleert. Ich verdrängte. So, dann zielen wir hier mal vorsichtig auf die Fahrzeugmitte. Pi mal Daumen. Ja, das passt. Und schauen, dass wir hier unser kleines Gyro noch einbauen. Eins wird für das Fahrzeug erstmal reichen. Ich habe nicht vor, allzu oft damit zu springen, aber gerade weil wir im Moment so wenig Ressourcen haben, wäre es halt sehr, sehr unangenehm, wenn wir jetzt irgendwie, nachdem wir jetzt einen großen Teil eben jener Ressourcen irgendwie in die Schüssel hier reingesteckt haben, wenn wir die durch irgendwie ein unachtsames Fahrmanöver direkt wieder verlieren. So, jetzt haben wir auch Rücklichter und damit das irgendwie ein bisschen glaubhafter aussieht, gehen wir mal kurz rein. Das sind nämlich die Offset Lights. Den geben wir jetzt eine schöne Farbeinstellung und zwar ein knalliges Rot. Die müssen nicht weit leuchten, die müssen auch nicht unglaublich hell leuchten. Das können wir hier alles runterstellen und einstellen, wie wir lustig sind. Wir könnten sie sogar blinken lassen, wenn wir das wollten. Macht jetzt natürlich in dem Fall relativ wenig Sinn, weil, naja, Rücklichter blinken für gewöhnlich nicht. Aber es ginge, wir können ja auch noch ein Fall-Off, Intensity, Offset und so weiter einstellen, also da kann man sich wahrlich abspinnen. Wenn wir das wollten, könnten wir auch noch ein Blinklicht bauen, also so ein rotierendes Licht und ja, also da gibt es reichlich Möglichkeiten, um sich vollends abzuspinnen. Möchten wir uns jetzt aber erstmal vielleicht nicht mit aufhalten. So, wir haben auf jeden Fall unseren ersten kleinen Rover gebaut. Der kriegt ein bisschen Strom von der Solarzelle. Er hat zwei Batterien. Und jetzt müssen wir uns noch zwei, drei Sachen vorbereiten, damit wir ihn auch richtig benutzen können. Erstens, er ist momentan noch mit dem Landing Gear gelockt. Das lassen wir da aber nicht dran, weil braucht kein Mensch. Also, ihn fort damit. Und ja, einfach komm. Wir gönnen uns, gönn dir Optik, die Stahlplatte muss. Einfach, dass das hier jetzt noch so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein bisschen abgestützter aussieht. Das muss ja nicht alles so in der Luft rumhängen. So, eine letzte Sache machen wir allerdings noch. Und zwar fehlt uns noch was, ne? Wir wollen ja Erze finden. Um Erze zu finden, würde uns ein Ore-Detektor sehr helfen. Nachdem wir ja unser Pod abgebaut haben und es einen hatte, haben wir alle Ressourcen, die wir brauchen. Und stecken den jetzt einfach mal hier hinten drauf, weil da haben wir noch den Platz. Und da ist er fertig. Wir haben unser erstes kleines Fahrzeug. Es ist, ja, wie soll ich sagen, etwas hutzelig ausgefallen. Aber das ist für den Moment erstmal in Ordnung. Das Wichtigste ist, wir können uns draufsetzen, beziehungsweise genauer genommen dranstellen oder auch anstellen, wie ich es gerade demonstriere. Und wenn wir jetzt nach vorne drücken, so, wir sehen schon, hier stimmen ein paar Sachen nicht. Space Engineers und Räder ist so eine Geschichte. Sie sind schön, es ist toll, dass wir sie haben, aber sie sind grundsätzlich falsch eingestellt. Also, wir brauchen hier auf jeden Fall erstmal eine Blockgruppe Wheels. Beziehungsweise, ja doch, wir nennen sie erstmal Wheels. Im Moment können wir das Ding eh noch nicht andocken. So, auch hier wieder, ich habe es schon mal erwähnt, standardmäßig 25 Meter, warum auch immer, mach bitte 50 daraus. So, Spotlight leuchtet schon auf maximaler Distanz. Das ist alles gut. So, also, was machen wir mit unseren Rädern? Erstens, wir stellen mal die Power ein bisschen runter. Das reicht auch, wenn die irgendwie mit 35% Power fahren, außerdem hält unsere Batterie länger. Zweitens, die Strength, also das ist im Grunde genommen die Stärke der Federung. Die setzen wir mal ein Ticken hoch. Auf 12 etwa, Height Offset lassen wir wie es ist, Friction kann auch erstmal so bleiben. Speed Limit gehen wir auf jeden Fall erstmal auf 80 km/h etwa runter, von mir aus 85, aber irgendwas in der Richtung, weil 180 ist einfach viel zu schnell. Da springt und fliegt man in der Gegend rum und es macht keinen wirklichen Spaß. So, und da stehen wir nun und hier da, das fährt sich schon besser, aber ein kleines Ding ist immer noch, nämlich die beiden mittleren Räder.
Also das zweite linke und das zweite rechte sollen bitte nicht an der Steuerung teilnehmen. Die sollen einfach nur antreiben und bremsen, aber bitte auf gar keinen Fall steuern. Und jetzt sehen wir hier, wir haben jetzt hier einen wunderschönen Wenderadius. Das Ding ist stabil, solide und wir können hier mit in der Gegend rumfahren. So, damit haben wir heute tatsächlich einiges geschafft. Zu guter Letzt kriegt das Kind noch einen Namen. Ich würde sagen, nachdem er uns helfen soll, Ressourcen zu finden, beziehungsweise den Weg dahin, nennen wir den kleinen Scheißer doch einfach Pathfinder. In diesem Sinne, ich habe mal wieder ein wenig überzogen. Aus den 30 geplanten Minuten sind eher 40 geworden, aber ich denke, an der Stelle ist das vollkommen in Ordnung, weil wir wollen ja hier auch ein bisschen was zeigen und es wäre jetzt irgendwie auch blöd gewesen, jetzt irgendwie das Ding jetzt nicht mehr ganz fertig zu bauen und dann abzubrechen und tschüss, bis nächstes Mal, egal jetzt. Nee, wir haben wieder was geschafft bekommen. Erstens, wir haben Ressourcen gekriegt. Zweitens, wir haben unseren ersten Rover und mit dem werden wir in der nächsten Folge dann auf jeden Fall auf große Tour gehen und mal schauen, ob wir die ersten Ressourcen finden. Deswegen haben wir hier auch die Cargo-Container an Bord, damit wir die hier direkt einlagern können und nicht mit leeren Händen zu unserer Basis zurückkommen. Was wir dann mit den Ressourcen machen, da werden wir auch ganz viele Möglichkeiten haben. Ich will auf jeden Fall einen Miner haben. Vielleicht bauen wir uns sogar einen Truck, mit dem wir den Miner transportieren können, beziehungsweise mit dem wir das Zeug, was der Miner sammelt, einlagern können, den Miner aufladen und längere Ressourcentouren fahren können, um dann die großen Reichtümer des Planeten auszubeuten und in unsere Basis zu stopfen. Weil, sind wir ganz ehrlich, das ist ja alles immer noch so ein bisschen lumpig. Da geht mehr. In diesem Sinne, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es war informativ für euch. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, hier bei uns im Nerdzeitalter. Macht's gut. Tschüss.